Guten Morgen. Es ist Freitag. Wir machen jetzt hier los in Helmstedt nach Plauen abladen. Dann müssen wir nach Schleiz laden und dann nochmal nach Ingolstadt. Also straffes Programm. Manchmal merkt man schon, dass sich das ein bisschen rumgesprochen hat hier. Hier stehen manchmal Polen, Tschechen, alles Mögliche. Ja, sobald einer das mitgekriegt hat, spricht sich das rum. So, heute fahren wir den schnelleren Weg wieder zur Autobahn. Nicht wie das letzte Mal, vorgestern, wann das war. Wo ich durch Helmstedt durchkurven durfte, weil ich hinten rumgefahren bin. Weil ich mal gucken wollte, wo man da rauskommt. Machen wir nicht nochmal. In Zukunft wird hier gedreht. Wie immer. So, und jetzt sind wir doch schon am Schröditzer Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die A9 ist gesperrt. Zwischen Dittersdorf und Schleiz wegen eines Unfalls. So, und da habe ich mir überlegt, da werde ich gar nicht erst bis Dittersdorf runterfahren und dann Dittersdorf runter, sondern ich werde gleich Triptis runterfahren und über Zeulenroda. Da umgehe ich nämlich den ganzen Stau, der sich da jetzt bildet. Die haben nämlich gesagt, es sind schon 8 Kilometer Stau vor Dittersdorf. Also fahren wir doch Triptis gleich runter und dann über Zeulenroda. Und dann komme ich auch in Plauen an. Den Weg sind wir auch früher mal gefahren, wo sie die Autobahn gebaut haben zwischen Schleiz und Dittersdorf. Da sind wir dann immer gleich dort runter, wenn der Baustellenstau war. Beziehungsweise sind wir dann immer gleich von Plauen aus über Zeulenroda auf der Autobahn gefahren und Triptis drauf. Weil da immer in beiden Richtungen tüchtig Stau war, wo das noch Baustelle gewesen ist. Die Autobahn war ja wieder frei. Der Unfall war ja schon weggeräumt. Ach, hier scheint es gewesen zu sein. Naja. Gut, jedenfalls, dadurch ich noch tanken war und noch Öl aufgefüllt habe, hat ja angezeigt, dass 3 Liter Öl fehlen. Dann habe ich ihm mal ein bisschen Öl gegönnt. Scheibenwaschanlage habe ich gleich noch aufgefüllt und Scheinwerferbirnle habe ich mir vom Jens geben lassen, weil wieder eins kaputt war. Ja, und da hat die Polizei und der Räumdienst inzwischen genug Zeit gehabt, das Gelumpe wegzuräumen und die Autobahn war wieder frei. Deswegen brauchte ich nicht Triptis runter, sondern konnte durchfahren bis Schleiz hier. So. Und jetzt fahre ich nach Plauen, lade mein Leergut ab und dann geht's nach Schleiz laden für Ingolstadt. Muss man ganz schön ausholen, um die Ecke zu kommen, wenn da einer steht. Da zieht es nämlich den Hänger ganz schön rüber. So, guckt euch doch mal diese Sprungschanze hier an. Alter. Die wissen schon, warum sie hier 10 km/h machen. Wenn du da mit 50 drüber bretterst, hebst du auf der anderen Seite ab.
verstehe aber auch nicht, dass das nicht anders gelöst werden kann. Ach, die Straßen hier, Alter. Dass sich hier der Anwohner noch nicht beschwert haben, wundert mich. Ich glaube, wenn ich hier wohnen würde, ich würde hier eine Eingabe nach der anderen schreiben. Ich könnte jetzt auch hier rechts fahren. Aber da ist vorne eine sehr enge Kurve. Also fahre ich lieber hier links und dann da vorne rechts. Und dann bin ich zum einen auf der Hauptstraße und zum anderen brauche ich diese enge Rechtskurve da vorne nicht fahren, weil da stehen immer Autos rum. Und hier kann ich ein bisschen weiter ausholen, hier habe ich mehr Platz. Herum, weil da stehe ich sonst im Weg in der Baustelle. So. Immer doch schon da. So, bin ich jetzt hier fertig in Plauen. Und fahre jetzt nach Schleiz zum Laden. Aber hat sich was geändert bei mir. Ich brauche nicht mehr nach Ingolstadt fahren, das fährt ein anderer aus. Da haben sie einen Kollegen losgeeist, der dann für mich nach Ingolstadt fährt. Dass ich dann nicht nochmal nach Ingolstadt muss, weil ich jetzt mit meiner Schichtzeit nicht schaffe. Das heißt also, ich habe doch heute zum Freitag schon Feierabend, nicht erst am Samstag, wie ich es befürchtet hatte. Da haben sie gesehen, dass ich bloß bis 17 Uhr Schichtzeit habe und dann nicht mehr von Ingolstadt wegkomme heute. Und da haben sie einen organisiert, der das Ganze dann runterfährt für mich. Und dann fahre ich Montag bloß noch das Leergut aus, was der Kollege lädt. So. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So, da sind wir doch schon in Schleiz. Rennstadt Schleiz. Fahren wir jetzt einmal in der Richtung rum. Was war denn das jetzt? Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift. Kommt der mir auf meiner Fahrbahn entgegen? Also fahren wir jetzt erstmal in der Richtung rum und dann nochmal in der anderen. Kommt der mir auf meiner Fahrbahn entgegen? Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Da denkst du auch, die Mütze passt nicht richtig. Das hätte schön klappen können. Vor allem in einer Seelenruhe fährt er dann noch weiter. Kann ja wohl nicht wahr sein.
fahre ich nach Oelsnitz und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja, dass ich da nichts mehr machen muss. Und irgendwie, oder es kann aber auch sein, dass er mich mit dem anderen Fahrer mitschickt. Dass ich noch ein Stück fahre und dann der andere ein Stück fährt. Das weiß ich noch nicht, das wird er mir dann schon noch sagen. Aber dann bin ich auch heute Abend zu Hause. Das ist dann auch nicht das Problem. Das ging ja ratzifatzi hier. Der Hof war voll bis zum Stehkragen. Habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich mich beim Pförtner angemeldet. Und der hat hochgerufen, hat gesagt, der Elflein ist da. Für Ingolstadt. Und da haben die oben gesagt, schick ne hoch an der Rampe 2. Und da durfte ich an allen vorbeifahren. Und gleich laden. Ich war begeistert. Ich bin ja gespannt, ob ich dann Feierabend machen darf oder ob ich noch irgendwas fahren muss oder ein bisschen Lenkzeit hätte ich ja noch. Bloß nach Ingolstadt schaffe ich es halt nicht mehr, ne? Weil ich ja bloß bis 17 Uhr Schichtzeit habe. Aber ich spekuliere ja mal drauf, dass ich dann Feierabend machen darf. Mal so ganz persönlich. So, und jetzt sind wir doch schon in Oelsnitz. Geht's noch auf den Hof und dann klären, ob Feierabend ist. Aber ich denke mal, ja. Viel ist ja mit mir nicht mehr anzufangen hier. Höchstens noch irgendwas irgendwo vorladen oder irgendwas, aber ich glaube, um die Zeit wird nichts mehr vorgeladen irgendwo. So. Nochmal links abbiegen und dann bin ich da. Dann reiten wir in den Hof ein. So, meine Lieben. Jetzt ist Wochenende, Feierabend. Es hat sich alles geklärt. Ich habe jetzt Schluss. Gehe jetzt nach Hause. Genieße mein Wochenende. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Irgendwann im Laufe des Vormittags, wenn ich hier das Leergut ablade. Also dann in diesem Sinne. Schönes Wochenende. Stau- und kinderfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss. Thank you.